Guten Morgen allerseits, hier ist Loanika. Ich bin jetzt gerade verpeilt aufgewacht, weil ich war irgendwie in einem halb wach, halb Schlafzustand und hatte irgendwie so komische Träume gehabt. Und jetzt bin ich so total verwirrt. Gestern Abend habe ich der Haushälterin gesagt, dass ich lernen möchte, wie man die vietnamesischen Chicken macht und dass sie mich rufen sollte, wenn sie bereit ist anzufangen. Und das hat sie jetzt gerade auch getan, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, also ich wollte das lernen, weil das so lecker schmeckt mit Reis. Und ich wollte euch natürlich auch mitnehmen, damit ihr auch ein bisschen die vietnamesischen Gerichte kennt. Also es besteht nicht nur aus dieser Chicken, sondern auch noch vielen mehr. Aber es ist schon mal ein Einblick für euch. Und ja, damit ihr schon so ein Rezept habt, was so lecker schmeckt und mir auch. Vom Microblading seht ihr jetzt, dass die Kruste da auf ist, dass da so eine Kruste ist. Und das sollte man nicht abmachen, sonst geht die Farbe nicht schön. Das sollte man einfach da lassen. Das ist völlig normal beim Microblading und nach ein paar Wochen legt sich das. So Leute, ich bin jetzt in der Küche und ihr werdet sehr viel vietnamesisch hören. Das ist vielleicht auch interessant für euch, das mal zu hören. Und ich zeige euch mal, wie ich koche. Also Leute, richtig unpraktisch, dass ich kein Tripod habe, weil mein Tripod liegt halt in der Schweiz und ich bin halt eben hier in Deutschland. Also jetzt muss ich erstmal hier so ein Messer nehmen und einen Chicken hacken, einen Chicken schneiden. Nie bei Nummer. Oh! Ah, okay. Oh, okay. Also, so sieht ein Hähnchenflügel aus. Ne? Und es wird schwierig sein, das abzuschneiden. Aber hier ist der Knochen so ganz dünn, also zerbrechlich. Und deswegen ist eure Aufgabe, dann diesen dünnen Knochen herauszufinden, was ungefähr hier liegt. Und dann schneidet ihr das da an der Stelle. Und schwupps, habt ihr das getrennt. Und dann geht das immer so weiter. Cắt này xong như vậy là đúng rồi đó. Đúng rồi, con phải khứa như vậy, dann cho thấm gia vị vô. Tante sagt, ich sollte dann ein, zwei Schnitze hier machen, damit da auch der Saft reingeht. Also auch, damit auch die Gewürze reingeht, die gleich danach kommen. Tante hat nochmal hinzugefügt, dass man tiefe Schnitte machen sollte. Zwei tiefe Schnitte, damit die Gewürze schön reinkommen und das dann richtig schön saftig wird. Jetzt tut sie so einen Löffel rein. Das ist Salz übrigens, habe ich ja vergessen zu erwähnen. Ja. Und dann. Ja. Schön verteilen. Dann das Wasser rausgeht und die Chicken nicht in das Waschbecken fallen. Was sie jetzt tut, ist ein Küchentuch zu nehmen, ein Küchenpapier, um dann die Chicken da so trocken zu tupfen. So, nun sind die getrockneten Chicken hier. Legst du dann in einer Schüssel. Und jetzt schneidet sie hier Zwiebeln. Und dann braucht sie auch noch Knoblauch dazu, um dann diese beiden in diese Schüssel zu mischen. Sie hat jetzt auch frischen Knoblauch genommen, weil die Zwiebeln halt frisch sind. Aber wenn ihr mal keine frischen Zwiebeln oder keinen frischen Knoblauch zur Hand habt, dann könnt ihr das auch in so Streuer nehmen. Guck mal, wie schön sie das macht bei Lam der Lam Yuvay. Con cắt thì là tất tay rồi. con có cái máy nhỏ nó xay á, bỏ vô xay rột rột một giây hay vậy là xong à. Con có cái máy, con là có gia đình riêng, con có cái máy là quay cả hai giây thôi là xong hai cái này luôn.
Dạ. Còn bầm như vậy thì nó sợ đứt tay với lại nó lâu. Mà thường thường cái này á, nếu mà ướp rồi á, chiên nó hay khét. Mà cái bột này thì nó không bị khét, hiểu không? Nếu mà chiên á, ướp cái này xong rồi chiên á, thì nó nổi lên là phải vớt bỏ, không thì nó bị khét. Cái này để làm lâu lắm, còn xay ghế máy có 2 giây là xong. Jetzt nimmt sie das. Sie macht schon rein, die Sachen. Jetzt tut sie Mononatriumglutamat rein. Warte, wo die durch? Nein, 2 Muggel Kaffee. Ja, 2 Teelöffel, Leute, bitte. Cái này bột ngọt là 2 muỗng nhỏ nữa. Nhỏ cỡ này là biết cái gì không? À, cái gì? Bà đã biết. Cái này là cái gì vậy? Cái này cà phê nè, cái này là sút cà, cái này là đường. Đường của trái cây à. Leute, das ist Mononatriumglutamat. Zwei davon. Das, was sie gerade eben mit 2 Teelöffeln reingetan hat, das war Zucker. Aber jetzt nicht so Zucker, sondern irgendwie so was vom Baum, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Ich glaube, das war Rohrzucker, meint sie. Rohrzucker. Nein, Fett. Ja. Soße. Ja. Leute. Một muỗng canh. Ja. Das ist jetzt 1 Esslöffel Fischsoße. Sie rührt das jetzt alles schön zusammen. Ja. Ja. 1,5 Teelöffel Pfeffer. Độ khoảng 20 phút hoặc là 30 phút. Chiên liền thì nó không thấm. Khoảng chừng 20 phút là sớm, hoặc là 30 phút tốt hơn. Vậy thôi. Có chiên thôi. Also das sieht jetzt so aus, halt eben sehr matschig, aber trust in the process. Also wir warten jetzt 20 Minuten, bis das Fleisch dann die Gewürze auf sich nimmt. Die Gewürze wird eingesaugt. Dann wird das sehr schön lecker und würzig. Und dann gucken wir weiter. 20 Minuten sind um und ihr tut jetzt da 170 Grad, falls ihr das mit einer Fritteuse machen wollt. Ansonsten kann man das auch in einer Pfanne rumwenden. Ja. Rồi chờ nó sôi xong rồi mở nắp ra bỏ gài vô từ từ một miếng miếng miếng. Das ist jetzt ein Trick, wenn ihr wissen wollt, ob das bereit ist, tut ihr da so ein Stäbchen da rein und wenn sich da drum so irgendwas wirbelt, so frittiert, dann heißt es, dass der Chicken bereit ist, reinzugehen. Ja, so. Na, und wenn das soll. Ja. Und so geht das weiter. Beim Reintun bitte aufpassen, dass es nicht spritzt, sonst wird euer schönes Gesicht verbrannt. Ja, ja. Ja, okay. So Leute, guckt, das sieht jetzt richtig schön goldbraun aus. Sehr saftig, lecker. Was will man mehr? Das riecht richtig gut. Ich bin bereit zu essen. Ey, die Tante ist so süß. Sie hat jetzt gerade eben so einen Teller genommen, so einen langen Teller.
Sie wollte das nämlich machen für eine schöne Thumbnail. Da habe ich gesagt, boah, das werde ich für die Leute erwähnen. Dann hat sie gesagt, nein, mach das nicht, weil das ist dein Kanal. Aber natürlich erwähne ich das, weil ich gebe ihr den Credit dafür. Voll süß, Alter. Danke, dass ihr euch das Video angesehen habt. Das ist ein sehr simples Rezept und sehr lecker. Das werdet ihr nicht bereuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.